Willkommen zurück zu Let's Play League of Explorers. Und da sind wir wieder mit dem neuen Flügel in League of Explorers in diesem Adventure. Da gibt es nämlich jetzt Uldaman. Das wurde freigeschaltet. Jetzt gibt es hier dann noch zwei weitere Flügel. Den ersten haben wir schon geschafft. Wir haben den ersten Teil vom Staff of Origination haben wir fertig. Jetzt gehen wir nach Uldaman rein. Oh, ich bin gespannt. Ich habe mir schon für den ersten Boss ein kleines Deck zusammengestellt. So. Erstmal schauen, was es hier Schönes gibt. I'm Bran Bronzebeard, the League's founder. I've got a lead on the headpiece of the staff. It's somewhere here in Uldaman. Ja, sehr gut. Das ist ein sehr schönes Bild. Lustig, lustig, tralla. Okay, da ist der erste Boss. Scarvash. Uldaman's infested with Trogs. We'll have to fight through them to reach the headpiece. Okay. Das Schöne ist, er hat hier zwei verschiedene Heldenfähigkeiten. Darauf komme ich gleich. Aber wir kriegen Bran Bronzebeard und den Excavated Evil. Eine Priesterkarte. Aha. Kriegen wir noch einige andere Karten. Hier zum Beispiel den Ethereal Conjurer. Auf den bin ich sehr gespannt für den Mage. Discover a Spell. Sehr, 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 sehr interessant. So, jetzt geht's erstmal los. Wir fangen hier mit Scarvash down. Mit dem Schamanen. Ihr seht, der Schamane ist erst Level 7. Deswegen hat er nur 16 von 20 Basiskarten. Macht aber nichts. Ich habe es irgendwie noch hingekriegt, da ein Deck zusammenzustellen. Das seht ihr hoffentlich auch, wenn ich dran denke, an der rechten Seite. An der linken Seite. An der linken Seite, glaube ich. Links muss es sein. Ja, der Chieftain. Okay. Okay, die Starthand ist eigentlich nicht schlecht. Die gefällt mir ganz gut. Schlimm ist, er fängt gleich mit zwei. Er hat hier gleich mal. Was hat er hier jetzt? Scarvash was a wee trog last I was here. Now he's bigger, stupider and uglier. Ja. No stupid. Trog make you stupid. Okay, okay, okay. Ist ja ganz, ganz ruhig, ganz ruhig. Er hat jetzt hier Truck Hate Minions. Das heißt, ich darf diese Runde keine Minions spielen. Das heißt, ich kann eigentlich den Forked Lightning. Möchte ich jetzt nicht spielen, bringt ja nichts. So, jetzt. Und die, jetzt diese Runde könnte ich keine Spells spielen. Okay, Tunnel Truck. Mhm. Whenever you overload, gain one attack per locked Mana Crystal. Okay. Ich fange mal an mit dem Wheeling Zap. Der kriegt One Attack. Ja, das ist natürlich schlecht. Ich glaube, ich fange mal. Oder das ist ein Mech. Ich fange mit dem Mech Warper an. Up. Portals online. So. Währenddessen, wir werfen hier nochmal ein bisschen Zeug durch die Gegend. Nächste Runde keine Minions mal wieder. Ja, ja, ja. Oh, du Drecksack. Haut der. Oh, das ist ja voll unfair. Ja, es wurde schon gesagt, der hier ist. Give a friendly minion plus 3 attack. Machen wir mal so. So, und zu unserem Totem. Oh, ein schönes Spell Damage Totem. Ja, das hilft mir jetzt nicht so viel. Ah, ja, jetzt können wir wieder Minions spielen. Forked Lightning. Hunter Secret? Alter Verwalter, das ist, darf ja nicht wahr sein. These Mithril Runes contain Guardian Code. They must date back to the Titans. Focus, Bran. Okay. Ich habe natürlich seine Decklist vorher. Die Deckliste natürlich vorher nicht angesehen, das war ganz schlau. Ja, ich würde mal sagen, wir spielen einmal den Neutron, der hat immerhin den Taunt. Nächste Runde weiß ich noch nicht so genau. Und dazu spielen wir nochmal ein Totem. Und es ist The Dart Trap. Weil den Opposing Hero Power ist. Ah, okay. Dart Trap war's. Gut zu wissen. Okay, nächste Runde. Keine Minions, nur böse, böse Spells spielen. Okay. Shuffle an Ancient Curse into your deck that deals 7 damage when drawn. Ah, okay, nicht schlecht. Gut, dass wir jetzt in diesem Moment einen Hex gezogen haben. Das hilft. Dann können wir daraus nämlich einen schönen Frosch machen. So. Tschüss. Und die 3 damage to 2 random enemies, ne, muss ja nicht sein. Hello! So, und dazu gibt es noch ein Totem. Noch ein schönes Searing Totem. Warum nicht? So, ein bisschen heilen. Darf wieder keine Spells spielen. Gut, gibt es.
Cast the spell, gain 2 attack. Igitt above Fui. Earth Shock. Gut. Ich würde sagen, Willing, Zap-O-Matic, Totem, Golem, Hero Power. Ist gut voll bei mir. Ist sehr gut voll. Und. Boah. Ja, ich möchte nicht weg, aber ich habe gerade viel zu wenig Damage, deswegen gibt es jetzt Face Damage. Komm her. Schön heilen, das ist immer gut. Weil der kann im Moment sowieso nur. Ja, den kann er wegmachen. Fire Destroyer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt wird's unlustig. Ich hab. Wo sind meine großen Minions? Give your Minions plus 3 attacks this turn. Ah, ja, ja, okay. Sind 3, 6. 3, 4, 5, 6. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal 3. 18. 6 plus 18, 24 Damage. Plus. Das ist leider, geht nur, leider nur auf Minions. Uiui. Ich werde das trotzdem mal Bloodlust spielen. Und einfach mal. Ah! Der Winning Zap-O-Matic geht ja auch noch. Whee! Jawoll! Ah, das war. So macht's doch Spaß. Das ging schneller als ich dachte. Sehr geil. Das macht doch Spaß. Macht das doch Spaß. Windspeaker, Battlecry. Give him. Ah, das ist jetzt erstmal die Schamenkarte, die ich unlocked habe. Windspeaker, Battle. Ich komme gerade nicht drauf klar, dass ich den jetzt so gekickt habe. Chieftain Scarve. Das war echt Top-Deck gezogen. Ey. Geil. Okay, das war jetzt hier die Karte, die wir jetzt vom Schamanen bekommen haben. Dann gibt es noch den Tunnel Truck. Whenever you overload, gain one attack per locked Mana Crystal. Aha. Und Etheril Conjurer Battlecry. Discover a spell. Sehr schöne Karte. Muss ich unbedingt mal in meinen Mage einbauen. Ja. So viel zu dem Thema. Ist das geil. Tomb Spider. Discover a beast. Und Choose a Friend. Oh, der Unearthed Raptor. Sehr, sehr coole Karte. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine Pause und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ey, geiler Kampf. Ich bin Bloodlust over Top Deck. Geil ohne Ende. Sehr, sehr cool. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao. Yeah, geil.